Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es um die zweite Grundtechnik wirksamer Rhetorik. In den letzten beiden Podcast-Folgen habe ich dir die 10 wichtigsten Grundtechniken der wirksamen Rhetorik vorgestellt. Letzte Podcast-Folge beschäftigte sich mit der Technik, bei Beginn jeder Rede oder jeden Gesprächs 3 Minuten erstmal nur dazustehen. Und jetzt geht es um die Technik, die wir mit den Knien verknüpft haben. Und das ist die Standhaftigkeit und das Selbstvertrauen. Wenn du weiche Knie während einer Rede bekommst, dann hängt das oft damit zusammen, dass du nervös bist, Angst hast, beurteilt zu werden, vielleicht auch Sorge hast, den Faden zu verlieren. Bekommst du während eines Gesprächs, zum Beispiel mit einem Vorgesetzten oder einem Investor, weiche Knie, hast du möglicherweise das Gefühl, nicht gut genug zu sein, deine Argumente nicht überzeugend genug vortragen zu können. Und wenn du im Verkaufsgespräch mit einem Kunden oder einem potenziellen Geschäftspartner weiche Knie bekommst, auch dann ist im Unterbewusstsein immer so diese Angst, nicht ausreichend gut vorbereitet zu sein, nicht genügen zu können, vielleicht auch den Preis nicht wert zu sein. Deswegen hilft es, wenn du merkst, dass deine Knie anfangen, ein bisschen weich zu werden, wenn du dich sofort auf Dinge konzentrierst, die in deinem Leben schon erfolgreich funktioniert haben. Das kann eine Prüfung sein, die du erfolgreich abgeschlossen hast. Das kann ein besonders toller Urlaub gewesen sein. Vielleicht bist du mal auf einen 6000er gestiegen. Vielleicht hast du mal einen besonderen Segelturn unternommen. Oder vielleicht hast du beim Golf mal wirklich ein brillantes Ergebnis erzielt. Ganz egal. Es kann aber auch einfach nur eine Motorradtour mit deinen Freunden ans Nordkap sein. Oder auch eine Kleinigkeit, dass du damals in der 5. Klasse der Einzige warst, der zum Geburtstag von Jenny eingeladen wurde und jeder andere Junge in deiner Klasse war neidisch. Heute ist Jenny vielleicht Vorstandsvorsitzende eines großen Automobilkonzerns und du hast immer noch ihre Handynummer. Auch solche Sachen könnten dazugehören. Nun, die Knie geben dir unmittelbar Rückmeldung. Du kennst dieses Sprichwort, sich in die Knie zwingen lassen oder jemanden zu beugen. Das hat alles mit diesem wunderbaren Gelenk zu tun, das dir innerhalb von Sekunden eine Rückmeldung gibt, wie wohl du dich gerade in der Situation fühlst. Wenn du Punkt 1 der Körperliste, nämlich die Standfestigkeit, die ersten 3 Minuten lang beherzigst, dann bekommst du relativ schnell ein Feedback deiner Knie, ob sie mit diesem Gedanken auch so glücklich sind. Falls nicht, gehe sofort an deine Erinnerung, welche Ereignisse dir im Leben positiv gelungen sind. Solltest du zu den wenigen Menschen dieser Welt gehören, die das Gefühl haben, noch nie etwas in ihrem Leben wirklich erfolgreich gemeistert zu haben, noch nicht einmal eine Führerscheinprüfung oder einen Schulabschluss oder von mir aus tatsächlich die Handynummer einer wirklich begehrten Person zu bekommen, dann empfehle ich dir sofort damit anzufangen, ein Erfolgsjournal zu führen. In jedem Managementseminar werden diese Erfolgsjournale immer wieder vorgestellt. Die einen nennen es Dankbarkeitstagebuch, die anderen nennen es Erfolgsjournal, wieder andere nennen es einfach nur positive Liste. Hierbei geht es darum, dass du dir Dinge aufschreibst, die dir im Laufe des Tages gut gelungen sind oder die dir ein gutes Gefühl gegeben haben. Das kann sein, dass du von deinem Chef ein Kompliment bekommst, dass dein Mitarbeiter sich besonders für dich stark gemacht hat. Das kann sein, dass du auf den Arbeitsplatz kommst und feststellst, dass die Putzfrau sich besonders viel Mühe in deinem Büro gegeben hat. Das kann sein, dass du als Unternehmenschef
morgens in deine Firma kommst und feststellst, dass 80% deiner Mitarbeiter vorwärts einparken. Das heißt, sie sind, wenn sie zur Arbeitsstelle kommen, mit Gedanken bei der Arbeit. Man sieht anhand des Parkplatzes sehr gut, wie die Mitarbeiter so drauf sind in einer Firma. Wenn jemand rückwärts einparkt, dann ist er beim Ankommen auf der Arbeit mit Gedanken schon wieder im Feierabend. Achte mal darauf, wieso die Mitarbeiter bei euch einparken, wenn du das nächste Mal auf den Parkplatz kommst. Diese Standfestigkeit, dieses stabile Gefühl in den Knien ist etwas, das du möglicherweise in der Vergangenheit immer mal wieder in Situationen hattest, in denen du extrem verunsichert warst. Und wir kennen dieses Gefühl aus unserer Jugend und Kindheit vielleicht tatsächlich, wenn wir vor einer Gruppe von fremden Jungs standen und gerne beim Fußball mitgespielt hätten. Oder wenn unsere Eltern gesagt haben, geh doch mal zum Kellner und sag ihm, dass wir bezahlen möchten. Das waren so die Momente, in denen wir als Kinder, heutzutage ist es hoffentlich einfacher, solche Dinge zu tun, aber früher war das tatsächlich ein Schubser außerhalb unserer Komfortzone. Unsere Eltern haben uns gebeten, irgendetwas zu tun. Frag doch mal die Jungs da hinten am Strand, ob du mit ihnen Fußball spielen darfst. Und schwuppdiwupp ist man hingelaufen und im Abstand von 10 Metern stehen geblieben. Erstens, weil man die Sprache nicht konnte. Zweitens, weil man die Jungs nicht konnte. Drittens, weil sie alle älter waren. Und viertens, weil man gehofft hat, irgendjemand kommt und sagt, Mensch, du bist ein netter Kerl, komm doch zu uns und spiel mit. Später im Berufsleben stellen wir fest, kein Mensch kommt und sagt, ey, du bist ein netter Kerl, komm doch zu uns und spiel mit, weil nicht mehr gespielt wird, sondern weil man möchte, dass Leistung erbracht wird. Also möchte man die Leute, die selbstbewusst und mit starkem Auftreten kommen und sagen, hallo, ich spiele auch gut Fußball, welche Mannschaft braucht noch Unterstützung? Welche Mannschaft liegt gerade hinten? Ich helfe euch, dass wir mehr Tore schießen. Und es geht nicht um die Frage, darf ich mitspielen, sondern nur bei welcher Mannschaft. Und dann auch zum Kellner zu gehen und zu sagen, übrigens, meine Eltern hätten die Rechnung und ich hätte in dem Fall dann auch gerne einen Lolli bzw. einen Keks oder was auch immer es hier für Kinder als Dankeschön für den Besuch noch aufs Haus gibt. Nun, Punkt 1, wenn du das nächste Mal eine Rede oder ein Gespräch mit einer wichtigen Person hast, einen Vortrag hältst, ein Meeting leitest oder was auch immer du tust, einen Investor überzeugen möchtest oder vielleicht auch nur den Partner oder die Partnerin, 3 Minuten stabil dastehen und sorge dafür, dass deine Knie durchgedrückt sind, dass deine Knie kraftvoll sind und dass deine Knie aufhören zu zittern, wenn sie es denn tun. Sorge dafür, dass du jederzeit abrufbar ein Erfolgserlebnis hast, das dich in eine starke Körperhaltung bringt und schreibe dir jetzt am besten 2, 3 oder noch besser 10 Punkte heraus, an die du denkst, wenn du an Erfolge in deinem Leben zurückdenkst, an das, was du schon erreicht hast. Und diese 10 Punkte kannst du genauso auf der Körperliste verankern, wie du das mit den rhetorischen Grundlagentechniken machst. Wenn du dann immer noch der Meinung bist, dass das nicht ausreicht, dann gehe gerne auf meine Website unter speedlearning.academy, füll das Kontaktformular aus und gib deine Daten ein. Denk bitte auch an die Telefonnummer, denn ich werde dich dann am nächsten oder übernächsten Tag anrufen und mit dir besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, dein Selbstvertrauen nochmal weiter zu pushen. Bis es soweit ist, freue ich mich, dass du diesen Podcast anhörst, dass du diesen Podcast abonniert hast und auch an 2 Freunde oder Bekannte weiterempfiehlst, bei denen du sagst, Mensch, das ist doch das, was ihr mir auch immer gesagt habt. Hier wiederholt es nochmal jemand mit anderen Worten. Ansonsten teile diesen Podcast gerne in Facebook, auch in den Gruppen, für die das interessant sein könnte. Ich kann mich nicht um alles selbst kümmern, aber freue mich natürlich, wenn du mir hilfst, möglichst viele Menschen mit diesem Podcast zu erreichen. Ansonsten 5 Sterne auf YouTube sind eine tolle Sache. Und wenn du mein Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken schon gelesen hast und der Meinung bist, es ist eine 5-Sterne-Bewertung
auf Amazon wert, freue ich mich natürlich auch dafür. In diesem Sinne, freue mich von dir zu hören, zu lesen und wir hören uns beim nächsten Podcast. Und da geht es um die Frage, wie du Bewegung in eine Rede oder einen Vortrag bringst.